Und damit willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Jetzt einige Wochen nach der letzten Folge. Ich habe inzwischen auf Minecraft 1.19 geupdatet, aber das Texturenpack ist leider noch nicht so weit. Das heißt, es gibt noch keine Textur für die Mudbricks. Heißt im Umkehrschluss, ich konnte noch nicht testen, ob sich das bei den Nahrungsgebäuden so macht. Deshalb möchte ich heute wieder in erster Linie hier in dem Bereich arbeiten. Ich hoffe, die Framerate stabilisiert sich noch ein bisschen. Ich merke, dass ich hier meine Grafikkarte an die Grenze bringe, aber da ist gerade im Moment kein Upgrade drin. Ich habe auch ein bisschen den Bereich hier optimiert, aber lag-technisch hilft das leider überhaupt nicht. Also das mit den Ticks pro Sekunde hat was geändert. Also das ist messbar. Aber es hat sich nichts getan an der Front Frames pro Sekunde. Was ich aber gefunden habe, ich war tatsächlich wieder mal in einer Höhle. Ich bin tatsächlich öfter mal in der einen Höhle, da gehen wir vielleicht heute auch noch hin, bei der Maya-Stadt. Da gibt es eine Lush Cave, da waren wir glaube ich auch schon im Stream, ja wir waren auch schon im Stream drin. Da gehen wir vielleicht heute auch wieder hin, da gibt es nämlich Lehm ohne Ende. Und da hat auch ein Zombie eine Karotte gedroppt, hier. Das heißt, die vermehren wir heute. Hi Creative Element, willkommen zum Stream. Die vermehren wir heute. Hoffentlich. Das war jetzt ein Fail, oder? Hätte ich die zuerst so verarbeiten müssen? Nee, ich habe sie wieder bekommen. Oh, gut. Die müssen wir, glaube ich, erst einmal so verarbeiten, dass wir ein paar haben, dass der Inventarslot belegt bleibt. Haben wir irgendwo Knochen? Ja, wir haben Knochen. Wir haben ja, die sind ja schon im Sortiersystem. Das ist schon wieder alles so lange her. Hier, das sollte genügen. Insbesondere, wenn wir ein Fortune-Werkzeug dazu nehmen. Aber am besten halt die Axt. Oder die Sense, wobei die hat, also die Hacke, die hat im Moment leider halt kein Enchantment in der Richtung. Aber es hat halt den Vorteil, dass ich dabei nicht versehentlich den Sandstein weghaue. So, und so schnell hat man aus einer Karotte einen ganzen Stack gemacht. Hi Donix Pablo, willkommen zum Stream. So, wir brauchen ein paar Karotten mehr als das. Und wir müssen auch das Sortiersystem direkt vorbereiten. Das ist sogar sehr wichtig, weil sonst landet uns das sonst wo. Haben wir noch einen Bilderrahmen? Ja, haben wir. Und zwar hier unten. Hallo, tust da rein, genau, und ein paar können auch direkt hier rein. Habe ich noch irgendwo die Kiste? Nee, ich glaube, das habe ich inzwischen in der Redstone-Kiste, oder? Also in der Redstone-Box mit den ganzen Sachen. Jo. Ein Vorteil des Ganzen, wenn wir hier noch ein bisschen weiter arbeiten, kann auch die Eisenfarm sich wieder erholen, weil die hat richtig gelitten. Ja, man muss das
Timing gut hinkriegen. Unsere Wollfarm wird auch noch interessant, sobald wir ins Deep Dark gehen wollen. Da habe ich bis jetzt keine Pläne für, weil vor allem, wenn wir das machen, möchte ich auch, dass die Texturen dafür bereit sind. Aber Wolle ist ja da halt wirklich die absolute Geheimwaffe. Und davon haben wir ein passives Einkommen. Ja, mein Stardew Valley Stream gerne dabei gewesen. Ja, der Wort ist ja jetzt online. Und ich denke, am Dienstag geht's dann weiter. Oh, meine Stimme. Aber Stardew Valley hat den Vorteil, dass ich im Moment da erstmal keine Videos draußen machen will. Das heißt, ich muss da nichts nachbearbeiten groß. Und ich bin da leider im Moment in dem Dilemma, dass 3 Streams, wo ich wirklich dann noch Nacharbeit leisten muss, sind zu viel. Aber 2 sind eigentlich zu wenig, weil dann kriege ich nichts geschafft, gefühlt. Okay, das ist fast durchgelaufen. Mal gucken, ob das genügt. Moment, wenn wir es so machen, dann setzen wir gelegentlich schon mal ein paar von den Karotten. Dann gab es ja jetzt einen Stream ohne Schutz des Kapitals. Da hast du recht. Ich mag die QR-Code-Idee ja immer noch irgendwie. Weil ganz ehrlich, für den allergrößten Teil der Leute wäre das so ein random QR-Code. Und dann guckt jemand wirklich nach und sieht, wo es hinführt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie groß von der Auflösung her ein QR-Code sein muss, damit er überhaupt gelesen werden kann. Das sind die Kartoffeln. Die sehen irgendwie halt, wenn sie ausgewachsen sind, so ähnlich aus. Den QR-Code gibt es ja schon, also warum willst du den jetzt nochmal neu erstellen? Ich weiß gewissermaßen jetzt, wie man mit dem Gehirn entschlüsseln kann. Okay, das klingt schon wieder nach menschlichem Supercomputer.
So, das Praktische ist auch, dass die Felder halt auch keine valide Spawnfläche für Monster sind. Hört und lesen ist gar nicht so schwer. Nur noch Binärcode. Binärcode ist aber auch etwas, womit ich nicht gut klarkomme. Generell in andere Zahlensysteme, das ist immer. Mussten wir im Informatikunterricht mal machen. Haut das hin mit den Karten? Muss also eine Tabelle haben. Ja, das macht es nicht besser, wenn du dann ständig auf eine Tabelle gucken musst. Dann kannst du aber bis zu drei MB große Dateien in einen QR-Code laden. Kannst du also ein Buch als Festplatte benutzen? Ja, stimmt, theoretisch. So, packen wir die Karotten alle in das Sortiersystem. Die müssten ja dann unten ankommen. Dann haben wir das auch erledigt. So, die Karotte, das haben wir gemacht. Ich überlege, ob wir irgendwo auch so einen Schrein hinsetzen, wo wir dann die Karte für die Welt reinpacken. Könnte man als Passwortmanager benutzen. Stimmt. Wäre auch geschützt vor Hacking. Zumindest solange man nicht Chrome benutzt und die Sachen dann in dessen Passwortmanager halt einspeichern lässt. Da gab es ja anscheinend auch in letzter Zeit einige Hacks über Minecraft-Mods. Müssen die Maya-Stadt auch nochmal besuchen mit der Karte. Also den Tempel sieht man schon auf der Karte. So, nächster Schritt. Ich wollte gerne mal die Straßen weiterführen, vor allem die blaue und die grüne. Die rote auch und die gelbe auch. Also eigentlich alle. Aber vor allem müssen wir dazu wirklich uns langsam mal Gedanken machen, dass wir hier das Zeug komplett freischaufeln und hier ein bisschen terraformen. Ich würde sagen, die Bäume verlegen wir auch hier rein, weil das ist sicherer und dann kann man da ein bisschen besser arbeiten. Auch hier, ich möchte auch, genau hier die Pfade möchte ich auch weiterführen. Zebons können gefährlich sein. Ja, wenn sie aus den falschen Quellen stammen, auf jeden Fall. Also es gab wohl irgendwie das Ding, dass
So eine Mischung aus Pyramidensystem und Botnet. Aber ich habe mir das Video nicht komplett angeguckt, weil das, keine Ahnung. Ich fand es nicht so spannend. Also es ist erschütternd, dass es geht. Aber wie gesagt, für mich selber fand ich es nicht so relevant. Ich glaube, das Video heißt The Dark Side of Minecraft Multiplayer, wenn du es dir anguckst. Jetzt müsste es so 20 Minuten lang sein. Also da ging es aber jetzt speziell um eine Mod, die einer halt von einem Freund gekriegt hat, die auf den ersten Blick nichts zu tun schien, also nicht das, was sie tun sollte. Es ging wohl irgendwie darum, nur auf Hypixel halt bestimmte Sachen zu automatisieren. Und die Mod war aber eigentlich von einem Hacker geschrieben. Und die hat dann einfach dann halt die Datei, wo bei Chrome die ganzen Passwörter eingespeichert sind, abgegriffen. Unter anderem auch für das Ethereum-Wallet von der Person mit irgendwie, ich glaube, mit Kryptowährung. Ich weiß gar nicht, wie viel das wert war. Ich glaube, $22.000. Das ist dann schon so ein Big-Oof-Moment. Warte, warum habe ich das wieder angepflanzt? Ich will das doch darüber verlegen. Create Mod finde ich tatsächlich extrem heftig. Also im Moment sehe ich irgendwie viele Videos in meinen Empfehlungen dazu und das sieht schon nicht mehr nach Minecraft aus, weil es einfach so Sachen drin hat wie richtige Züge und Sachen, von denen man denkt, dass die mit den Gesetzen der Physik in Minecraft halt überhaupt nicht funktionieren sollten. Jetzt hier aus dem Fenster werfen gleich sicher. Ich weiß noch, unser erster Informatiklehrer hat uns damals gesagt, wenn du einen 100% sicheren PC haben willst, darf der in keinem Netzwerk sein und du musst das CD-Laufwerk ausbauen und die USB-Laufwerke zukleben. Aber tatsächlich war noch mit der Anfang vom Informatikunterricht das Beste, weil wir haben bei uns in der Schule, wir hatten auf der Schule die Open Office-Programme. Und ich glaube, der Großteil vom ersten Jahr Informatikunterricht war darauf gemünzt, wie man damit umgeht. Und wir haben kurz ein bisschen was zu GIMP gemacht. Deshalb bevorzuge ich auch bis heute noch Open Office über Microsoft Office. Da ist noch einer. So, dann packen wir das einfach hier rein. Hab gerade nach Create Mod gesucht und denke nur, what the fuck? Ja. Das ist halt richtig übel. Da denke ich mir so, ist das noch Minecraft oder ist das schon Minecraft 2?
Minecraft 2, die Suche nach noch mehr Geld. Und wer nicht weiß, aus welchem Film das Zitat war, der sollte unbedingt den Film gucken. So, was brauchen wir? Wenn wir terraformen wollen, brauchen wir auf jeden Fall über kurz oder lang Sand. Habe ich das so voll gemacht? Krass. Ja, wenn ich weiß, welchen Film das Zitat kommt, nicht welchen Film man gucken soll. Der Film ist Spaceballs. Und er ist großartig. Okay, da geht's rein. Das ist der rote Pfad. Ich möchte aber darüber. Okay, hat sich alles aufgelöst. Sehr gut. Weg mit dem Rotz hier. Wow. Nee, das war nicht gewollt. So, mal gucken, wie viel können wir wegmachen. Das hier geht auf jeden Fall noch. Ja, mehr macht auch keinen Sinn abzutragen, weil es geht da direkt wieder runter und dann wieder rauf. Wir müssen uns sowieso von dem Gedanken verabschieden, dass wir das hier schon direkt so haben werden, wie wir es der Rest der Welt lang haben wollen. Wir wissen ja auch nicht, was wir in, was weiß ich, wie vielen Jahren noch da an Farmen haben wollen. So, was ich nicht mitgenommen habe, sind natürlich Sandstein.
So, Sandstein brauchen wir auch unbedingt. Ich kann es nicht lesen. Was steht da? Kann ich nicht lesen. Mache ich auch nicht. Beton. Ja, das Ding ist, die Schriftart ist im Moment irgendwie ein bisschen kaputt. Da gab es aber wohl auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es an 1.19 liegt oder irgendwas wurde wohl geändert. So, wir brauchen auf jeden Fall gelbes Betonpulver. Ich glaube, das ist alles auch nicht mehr bei 1.19 mit dem, wegen dem Chat-Report-System. Das ist noch offen. Ich meine, im Moment haben sie es ja sowieso verschoben. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht an dem Report-System liegt. Weil sonst haben sie auch kein Update verschoben wegen irgend. Oder vor allem, es ist ja nicht mal ein großes Update. Es ist ja eigentlich ein Fix-Update. Und da haben sie eigentlich sonst nie irgendwas verschoben, nur weil noch nicht alle Bugs gefixt waren. Ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass Mojang in den letzten Wochen und Monaten bewusst so scheiße kommuniziert hat, weil sie wahrscheinlich vielleicht irgendwelche Order von wer auch immer von Microsoft aus da die Entscheidung für Mojang trifft bekommen haben. Und gesagt haben, okay, wir machen das exakt so, wie du es wolltest, und wir lassen das richtig gegen die Wand fahren. Damit sie halt jetzt irgendwie sagen können, hier, lasst es uns so machen, wie wir von Anfang an gesagt haben, wie wir es machen wollten. Oder nicht machen wollten. Also ich wäre nicht überrascht, wenn da so ein bisschen Machtkampf gerade abgeht. Ansonsten, ich muss halt gucken. Das Ding ist, ich spiele nicht auf Multiplayer-Servern. Das heißt, das System selber betrifft mich nicht. Ich weiß aber, es ist halt schon kacke, das weiter, wenn das wirklich was ist. Aber das Ding ist, eigentlich ist das so eine Sache, das kann Mojang genauso wenig machen, wie dass sie hätten sagen können: Ja, Minecraft 1.18, ihr müsst neue Welten anfangen. Ganz ehrlich, da hätten genug Leute, hätten das nicht gemacht. Ich meine, allein schon die ganzen Leute, die in der Hardcore-Welt laufen haben. Moment. Das ist gerade alles so. Hier. Und ich meine, wenn sie jetzt hingehen und dieses Feature durchpushen. Also, dann gehen so viele Server-Hops. Ich meine, überleg mal. Dann hast du Server wie Hypixel. Wenn die kein Opt-out haben, werden da genug Spieler wegbrechen, die mal irgendwann irgendwo gebannt werden. Das heißt, damit geht diesen Servern schon mal Gewinn flöten. Dann hast du Server wie 2B2T. Das sind halt Anarchie-Server. So, da gibt es sehr wenig, was dazu führen sollte, dass du gebannt wirst. Selbst wenn du etwas auf dem Server machst.
Geschweige denn, was du auf einem anderen Server machst, das interessiert die halt auch null. Okay, das ist natürlich jetzt uncool, dass die Baumkrone hier nicht weggeht. Und abgesehen davon, wenn das wirklich käme, wird die ganze alternative Server-Software, die es gibt, die werden so schnell was coden, dass du da drumherum kommst. Beziehungsweise, dass du als Serverbesitzer halt dieses System nicht mitnutzen musst. Also so viel, ganz ehrlich, so viel Kontrolle hat Mojang nicht. Also bei vielen Servern wird es funktionieren, aber die Server, die wirklich wollen, werden da auch raus können. Ich glaube, sie haben ja jetzt schon angefangen, Möglichkeiten zu suchen, wie man das Feature manipulieren kann. Auch einfach, um auch zu zeigen, wie anfällig es ist für Manipulation. Ansonsten fühlt es sich halt ein bisschen noch an wie ein weiterer Versuch von Seiten Microsofts, halt Bedrock zur definitiven Version von Minecraft zu machen. Nur dafür hat Bedrock auch einfach zu viele Bugs, die richtig übel sind. Und die haben ja, das Ding ist, Mojang hat ja eine Plattform, wo du Bugs melden kannst und wo die auch dann halt sagen können, ist gefixt, ist nicht gefixt, wird nicht gefixt, ist gewollt. Und da sind einige echt heftige Bugs markiert als wird nicht gefixt. So Sachen wie, wenn du in einer bestimmten Blockzone deiner Welt bist, kannst du aus heiterem Himmel einfach sterben. Weil das Spiel denkt, du bist nicht mehr in der Welt. Oder du fällst einfach durch den Boden. Dann halt noch die ganze Geschichte, wie Redstone auf Bedrock funktioniert. Das ist auch eine Katastrophe. Also, so sehr Microsoft das vielleicht möchte, sie kriegen Bedrock. Das Ding ist, sie übernehmen auch gar nicht die Anstrengungen, um Bedrock als die ultimative Minecraft-Version zu etablieren. Ich meine, ich kann mir zwar vorstellen, dass. Und ich meine, das Ding ist, es scheint ja irgendwie so zu sein, dass Bedrock die meistgespielte Version ist, aber die ganzen Content-Creator zu Minecraft sind alle auf Java. Wenn jetzt Java gekickt wird, dann hast du erstmal schon mal die ganzen Redstone-YouTuber, die halt richtig Sturm laufen werden. Und die haben Reichweite. Die haben richtig, also die haben ein paar Millionen Leute, teilweise haben ein paar Millionen Leute alleine schon. Ich meine, gut, da wird auch viel Überschneidung sein, aber die können das nach hinten losgehen lassen. Ja, eben, das kommt noch dazu. Bedrock Edition ist ja sowieso auf Konsole. Da fällt ja alles rein, was Konsole, Pocket Edition ist, so viel ich weiß, unter Bedrock. Das heißt, da hast du halt auch, ich sag mal, auch wahrscheinlich auch die meisten Kiddies. Deswegen, da sage ich aber halt auch, Qualität ist da halt echt was anderes als Quantität. Und dann kommt auch noch dazu, inzwischen hast du ja sowieso, wenn du eine Version von Minecraft hast, hast du eh beide. So, ich mache hier aber keinen Timelapse, sondern das ist eh nur Füller, was ich hier mache. So, Rotten Flash kann weg.
Von daher, so Minecraft bzw. Mojang und vor allem Microsoft hat sich da jetzt halt richtig in der Zwickmühle manövriert. Verdienterweise. Dass auch diese ganze Geschichte mit den, mit. Wie heißt es? Die ganze Geschichte mit den, mit den Glühwürmchen. Das war ja auch so lächerlich. Weißt du, anstatt dass sie einfach sagen, wir hatten nicht die Zeit oder es hat nicht so funktioniert, wie wir das wollten, deshalb ist es verschoben. So, nein, ein Konzept, da waren sie so, ja, eine Konzeptzeichnung ist ja keine Bestätigung, dass ein Feature kommt. So. Und nee, sie haben, warte, das war ja das, was sie zu den Birkenwäldern gesagt haben. Zu den Glühwürmchen haben sie ja gesagt, nee, weil wir haben ja die Glühwürmchen, die sind ja giftig für die Frösche und die Frösche könnten die essen und dann könnten ja Kinder auf die Idee kommen, ihren Fröschen, wenn sie welche haben, Glühwürmchen als Futter zu geben. Und dafür wollen wir nicht verantwortlich sein. Und ich denke mir halt nur so, aber die Frösche essen doch sowieso nur Slimes, was ja sowieso schon so eine Sache ist. Dann essen sie aber auch noch Magma Cubes und kacken dann eine Lampe raus. Ja, sie fressen nicht nur fette Slimes, sie fressen literally Magma und haben kein Problem damit. Und es ist ja nicht mal so, ich hätte noch verstanden, wenn Frösche in Minecraft wirklich Allesfresser wären. So, aber das ist ja auch nicht so. Weil, wenn sie Allesfresser wären, okay, dann müsste man vielleicht wirklich irgendwie eine Ausnahme machen, dass sie halt Glühwürmchen ignorieren. Nur, dass auch das kein Thema wäre an sich und eigentlich mehr wieder ein Fall von Random Trivia wäre. Aber sie fressen ja wirklich nur Slimes und Magma Cubes. Und alles andere, mit allem anderen interagieren sie gar nicht. Also es ist wieder so viel Lärm um nichts gewesen. So, hier können unter Umständen später noch halt von den Bäumen hin. Das ist halt auch so eine Frage, wie ich das hier mache. Habe ich da drüben irgendwie mit den Lampen gearbeitet? Ich glaube so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, ich glaube, ich weiß, wie es war. Ich glaube immer so. Es gibt literally Datapacks, die Glühwürmchen einfügen. Vor allem, sie hätten ja auch einfach Glühwürmchen als Partikeleffekt haben können. Das ist, glaube ich, auch das, was Misa gerne gehabt hätte. Sie müssen ja gar kein eigener Mob sein. Ganz ehrlich, Glühwürmchen wären eh so klein, dass du für die gar keine ordentliche Textur hinkriegst. Zumindest die Glühwürmchen von dem, was man gesehen hat. Ich meine, gut, Bienen sind auch viel größer, als sie es in der Realität wären, aber bei Glühwürmchen wäre das, glaube ich, auch eher noch störend. Aber ich sag mal so, irgendwie kriegt man es ja auch nicht mal hin, dass Minecraft Java und Minecraft Bedrock irgendwie auch nur annähernd das gleiche Feature-Set haben. Der Bedrock River ist ja viel heftiger als der River in Java Edition. Von einem Kanal, der in Deutschland nicht verfügbar ist, einen antikommunistischen Kommentar erhalten. Gut, daran musst du dich gewöhnen.
Das Ding ist, selbst wenn dieser Kommentar stimmt, ist es wichtig, wichtig, aus Scheitern zu lernen und Scheitern zu verstehen. So, das heißt, das hier geht auch weiter. So, einmal kurz etwas trinken. Es ist nämlich warm. Zwar nicht so warm wie die letzten Tage, aber trotzdem. So, wir brauchen hier ja. Vier, drei, zwei, eins, null. Jetzt wieder lernen die Stimme. Okay, das ist schnell eskaliert. Hi, T's Live, willkommen zum Stream. Moment, wir brauchen auf jeden Fall dann noch mehr Sandstein. Hallo und tschüss. So, wir müssten eigentlich mit dem, was wir mitgenommen haben, jeden der Hauptpfade um etwa 200 Blöcke verlängern können. Also 192 Blöcke, wenn man es genau nimmt. Ach ja, Mies hat auch angefangen, die ersten Patron-Zombies einzufügen. Das Recht hätte ich tatsächlich auch, aber ich wüsste nicht, was ich nehmen soll, außer vielleicht meinen Minecraft-Skin. Boah, ich habe mich gerade erschrocken wegen dem Rüstungssound. Was wir auch unbedingt noch brauchen, ist eine Drowned Farm, aber eine richtige, wo man auch Tridents rauskriegt. Weil das ist mir mit... Ich habe ein paar schöne gesehen, auch eine im End... wo man toll Kupfer farmen kann, aber da kriegt man halt keine Dreizacke raus und keine Nautilus Shells. Gut, von denen braucht man jetzt auch nicht mega viele, aber trotzdem.
So, machen wir hier so eine Schräge rein. So, ja, sehr gut. Wusstest du, dass es ein CIA-Dokument gibt, das von 1955 bis 2008 geheim gehalten wurde? In der Presse steht, dass Stalin nicht mehr wirklich ein Diktator war. Wie ist das begründet? Also ich frage mich gerade, wie man zu dem Schluss kommt. Auf Discord geschickt. Ja gut, gucke ich vielleicht später mal rein. Moment, das müsste so. So, das sieht ein bisschen formschöner aus. Wenn sowas wie Pulver jetzt auch noch wirklich natürliche Stufen bilden würde, irgendwie. Also, dass hier praktisch zwischen denen automatisch so ein Übergang entsteht, das wäre irgendwie cool. Selbst wenn es nur eine optische Täuschung wäre. Vielleicht ungefähr zu sagen, Stalin sei ein Diktator, ist übertrieben. Ich glaube, einige Leute würden da widersprechen. Ich meine, nur weil die CIA etwas schreibt, heißt das auch nicht, dass es stimmt oder für deren Handlung überhaupt wichtig ist. Was machen wir mit dem Lavasee? Der liegt halt genau drauf. Ich will so Lavaseen eigentlich am liebsten immer behalten, aber ich überlege, ob wir die Straße drumrum führen. Oder. Hm? Sollen wir vielleicht den Weg komplett drumrum führen? Also einmal so und dann einmal so als Schlinge und dann geht das halt da weiter. Dann hätte man hier ein bisschen natürliche Beleuchtung. Nee, Straße wie sowas zum Lavaweg. Ja, ja gut. Ist besser als einfach nur gelbe Straße. Wobei meine Idee ja auch war, dass durch die Straßenfärbung eben auch bedingt ist, dass sich die Leute hier orientieren können.
meine, das Ding ist, gefärbter Sand wäre eigentlich total nutzlos, glaube ich, zur Orientierung in der Wüste, weil halt der Sand bewegt sich ja. Und vermischt sich. Und das heißt, das würde vielleicht ein paar Wochen und Monate halten. Aber wenn es halt nicht irgendwie. Ich meine, ich habe es ja hier mit dem Sandstein halt so ein bisschen eingefasst, dass halt nicht zu viel Vermischung stattfindet. Ein Missverständnis, wie das System dort funktioniert. Gut. Wenn du die meisten Leute fragst, was sie sich unter Sozialismus und Kommunismus vorstellen, kommt sowieso nur Grütze bei raus. Aber es gibt ziemlich viel, bei dem die Leute halt teilweise auch drastische Lücken haben. Wir werden beobachtet. Boys. Sie sind nicht so unschlüssig. Sie will, also die vier sind da, der Anführer ist da und keiner will so wirklich den ersten Schritt machen. Die Stalin-Problematik. Okay, Sandstein fängt einfach mal spontan an zu brennen. Oh, ich finde das so cool, dass der Sandstein halt wirklich auch dann so eine Textur hat, dass der so größtenteils halt bedeckt ist mit Sand. Das liebe ich ja. Ich wünsche, es hätte das auch mit dem Concrete Powder. Ey, die wissen wirklich nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Ihr könnt mir gerne zugucken, wie ich die Straße hier baue. Ich verlange auch keinen Wegzoll. Ja gut, aber ehrliche Frage, was sagt das Dokument dazu zu den anderen Dingen, die Stalin so getan hat?
Ob alles stimmt, ist immer fraglich. Ich sag mal so, der Satz, Geschichte wird von den Siegern geschrieben, kommt nicht von ungefähr. Und wenn ich meine, wenn es nach amerikanischer Geschichtsschreibung geht, gab es ja auch ab Ende des Bürgerkriegs keine Sklaverei mehr in Amerika. Dass es sie weiterhin gab und halt nur anders begründet und legitimiert wurde, ist halt was völlig anderes. Irgendwelche Creeper. Über Kritik oder über Kritiker? Okay, du hast dich entschieden. Alles klar. Beides, I guess. Ich hätte jetzt kein gezieltes Zitat im Kopf. Wow. Och man. So, hier machen wir mal eben zu. Zu Kritik ist nur berechtigt, wer es besser kann. Finde ich eine gefährliche Denke. Also ich finde, zu Sachen wie Kunst kann man das sagen. Aber wenn ich gerade, wenn es um politische Dinge geht. So, erstens weiß niemand, ob eine bestimmte Person nicht vielleicht, wenn sie gewählt wäre, besser in Amt XY ist oder wäre. Danke für den Kill Assist, lieber Kaktus. Und zum anderen müssen halt wäre das würde das halt bedeuten, dass eigentlich niemand irgendwen kritisieren kann, der ein Amt innehat. Ich meine, wie viele Leute könnten von sich behaupten, dass sie jetzt ein besserer Gesundheitsminister wären? Stalin hielt einen ewig langen Vortrag, der praktisch sagt, dass man jede Kritik begrüßen und ihren Sohn gern berücksichtigen sollte.
Ich sag's mal so, viele Staatsmänner, über die wir in der Geschichte lernen und die halt auch, wohl auch deren Leistungen herausgestellt werden, waren zu ihrer Zeit halt auch nicht gerade angenehme Zeitgenossen. Ich meine, das, was Julius Caesar gemacht hat, war nichts anderes als ein Militärputsch. Aber wir bewerten das halt mit 2000 Jahren Distanz. So, wir sprechen darüber, was für ein toller Stratege er war und dass er die Gallier besiegt hat, unter anderem. Wo man dazu sagen muss, dass ja eigentlich die Römer noch mit den Besiegten, die jetzt nicht gerade kriegsgefangen waren, noch mit Humansten umgegangen sind. Da gab es deutlich schlimmere Kandidaten. Die Römer waren ja auch sehr tolerant, was andere Religionen anging. Klar, es gab die Verfolgung der Christen, aber selbst das wurde eigentlich erst zum Problem, als, ich weiß nicht mehr unter welchem Kaiser es war, aber irgendeiner hatte ja eingeführt, dass der Kaiser auch eine Gottheit ist und jeder römische Bürger seine Treue zum Kaiser mit einem Opfer halt beweisen muss, was für Christen halt komplett nein, einfach überhaupt nicht war. Und dadurch kamen halt erst die Probleme eigentlich zustande. Den Römern war ansonsten eigentlich immer ziemlich egal, welche Götter du verehrt hast. Na gut, man muss halt dazu sagen, generell können polytheistische Religionen viel leichter die Existenz anderer Götter in ihr Weltbild integrieren, als es eine monotheistische Religion kann. Könnte stundenlang Zitate von Hitler und Stalin vergleichen. Irgendwann sollte man merken, dass die Hufeisentheorie eventuell. Ja, gut, das mit dem Hufeisen ist eh Blödsinn. Abgesehen davon, wir auch nicht wirklich Leute haben, die eine richtige Mitte als Haltung haben. Mitte heißt dann meistens dann leider doch, man neigt eher zu rechts. Es gibt ja tatsächlich auch in der amerikanischen Politik, also ich weiß nicht, ob es ein politikwissenschaftlicher Begriff ist, weil ich den Begriff tatsächlich selber auch nur einmal gehört habe, aber da gibt es etwas, das man den Ratchet-Effekt nennt. Im Prinzip, die Republikaner werden praktisch jede Wahlperiode radikaler. So, und wenn die Demokraten dann wieder dran sind mit Regieren, ziehen die halt langsam nach. Um halt irgendwie wählbar zu bleiben und Stimmen irgendwie von den Republikanern wieder abzuziehen, um zu verhindern, dass die Republikaner halt dann später wieder gewählt werden. Das heißt, im Prinzip ziehen sich beide Parteien gegenseitig nach rechts. Beziehungsweise die Republikaner gehen von sich aus nach rechts und ziehen die Demokraten praktisch nach. Ich meine, dass diese beiden Parteien gar nicht so unterschiedlich sind, nur halt die Demokraten im Moment halt wenigstens so tun, als würden ihnen Menschenrechte und sowas bedeuten. Und ein gewisses Verhalten von Politikern. Aber das sei mal dahingestellt. Aber es gibt ja auch diese schöne Karikatur von wegen, lass uns in der Mitte treffen. Das beschreibt die Sache ziemlich gut, finde ich.
Ich meine, ja, Kompromisse gehören zu einer Demokratie, aber es ist halt uncool, wenn es letztendlich dann bedeutet, dass eigentlich gar nichts entschieden wurde. Das machen wir auch weg. Na gut, was die Leute schreiben und wonach sie leben, ist halt auch immer ein Unterschied. Ich habe ja sowas in der Richtung schon mal geschrieben. Ich meine, was zum Beispiel eine Partei wie die FDP will, ist ja zum Beispiel wenig bis keine staatliche Einmischung in die Märkte. Nur, das ist halt ein Prinzip, nach dem sie bereit sind zu leben, aber meiner Meinung nach nicht bereit sind zu sterben. So, wenn es gerade unangenehm wäre, dann hat man auf einmal kein Problem damit, sowas wie den Tankrabatt zu unterstützen. Und da ging es nicht um den Bürger und die armen Leute. Also wenn es darum gehen würde, dann würden auch ganz andere Sachen unterstützt von der FDP. So, dich machen wir weg. Der Akazienbaum ist auch im Weg. Moment. Ja,
Also, schön ist das jetzt gerade aber auch nicht. Sieht das gut aus? Sieht das irgendwie brauchbar aus? Ich meine, es sieht halt natürlicher aus, als würde sich halt die Straße dem Gebiet anpassen. Aber ob das so cool ist, weiß ich nicht. Ich glaube, den Baum lassen wir. Oh, hallo Händler. Seegurken, Packed Eis. Habe ich alles nichts gegen. Bleib bitte hier. So, das Ding möchte ich auch mitnehmen. So, dann machen wir hier eine Ender-Chest hin. Das könnte bestimmt ganz nützlich sein. So, weh, du machst dich jetzt unsichtbar. Lenin war eine der ersten Homosexualität legalisierten und Stalin hat es wieder illegal gemacht. Dann wird auf einen Artikel der Stalin-Verfassung verwiesen, wo was ganz anderes drin steht. Gute Frage. Da bin ich ein bisschen überfragt.
So, wir laufen also schon mal nicht versehentlich in die Lava. Wieder ein Recht auf gute, kostenlose Bildung hat. Da Stani war aber wirklich verboten, aber die schreiben alle einfach alle voneinander ab und befassen sich nicht wirklich damit. Ja, das ist halt, wenn man einmal glaubt, eine vertrauenswürdige Quelle zu haben, überprüft man sie nicht mehr weiter. Okay, ich glaube, hier machen wir besser halt nochmal so einen Zwischenweg. So, ich glaube, hier macht es aber auch Sinn, das raufzuführen. Ich glaube, den Weg lassen wir aber dann vielleicht wirklich, dass der hier runtergeht. Russisch hattet aber zu Homosexualität und Pädophilie das gleiche Wort. Man hat versehentlich Homosexualität damit verboten. Das Ding ist, ich wäre sogar fast geneigt, das zu glauben, weil Menschen sowas auch hinbekommen. So nach dem Motto, Hilfe, ich habe versehentlich ein Regal gebaut. Diese Endermen, die irgendwo random die Scheißblöcke platzieren.
Das kommt weg. Setzlinge kommen wieder hier oben rein. Nein, die Setzlinge. Ich die Person auf deinen Server holen, wo du nochmal eine Diskussion über den Sozialismus kommen würde, könntest du dich zurücklehnen und Popcorn holen. Ich glaube, dann versinkt mein Server komplett im Chaos. Aber was ich halt anders als viele andere halt nicht machen möchte, ist, ich möchte halt nicht Diskussionen über Religion oder Politik von vornherein unterbinden, weil das, ich finde, es sind wichtige Themen, über die man sprechen muss, auch wenn es nicht immer angenehm ist. Na. Für mich definiert sich, ob eine Haltung für mich in irgendeiner Weise tragbar ist, eigentlich dadurch spricht sie Leuten Grundrechte ab. Das haben manche, die Standpunkte mancher Parteien halt deutlich mehr als andere. Jeder das Recht, nicht im Kommunismus zu wohnen. Wenn eigentlich jedes Mal erstmal das Land zu einem Pfad machen würde, dann wäre ich ja sogar echt glücklich. Nur weil ich offen über solche Themen diskutiere, heißt das ja nicht, dass ich eine kommunistische Partei wählen würde. Aber was man sich halt auch eigentlich so im Vergleich zu heute war die SPD früher halt wirklich, das ging, man sollte das vielleicht nicht zu laut sagen, weil das manche SPD da vielleicht nicht hören wollten, aber im Vergleich zu heute waren die sehr links, was ja auch eigentlich ihr Ding war. So, die haben halt richtig für Arbeiterrechte gekämpft. Ich finde es immer noch seltsam, dass sie die Farbe Rot gewählt haben. Ich meine, die Farbe gehört uns.
Okay, ich glaube, hier brauchen wir eine. Ich glaube, hier brauchen wir vielleicht langsam wirklich einen anderen gelben Block oder zumindest eine andere Umrandung, weil Sandstein passt hier nicht mehr. Wow, das war nicht was, das, was ich wollte. Mit roten Fahnen durch die Gegend werden dann angesprochen von mir. Ah, ihr seid also von der SPD. Also eigentlich hätte dann. Ich habe gerade überlegt, was los wäre, wenn die AfD Grün als Parteifarbe genommen hätte. Aber ich glaube, das wäre. Damit hätten sie sich halt eher selber gedisst. Eigentlich müssten dann eher die Grünen auf einmal blaue Fahnen nehmen. Wobei es ergibt genauso wenig Sinn. Es ist warm, verzeiht mir, dass ich manchmal ein bisschen Blödsinn denke. Mal gucken, ich habe das Thermometer hier liegen. 27 Grad geht ja sogar noch. Aber bei 30 Grad garantiere ich dann für nichts mehr. So, dann plane ich auch schon mal versehentlich den Sturz des Kapitals. Wer sind wir, die Grünen? Welche Farbe haben wir? Blau. Na. Hab versehentlich eine Revolution gestartet. Ja gut, das wird sich Martin Luther damals gedacht haben, weil seine Thesen waren ja eigentlich auch nicht für das gemeine Volk bestimmt. Nur wenn man nicht will, dass alle die Thesen lesen, sollte man sie vielleicht nicht an die Kirchentür packen, wo jeder dran vorbeigeht. Ah, wir haben keinen Stein. Moment. Wir haben Smooth Stone. Meine falsche Kiste hier. Ich muss ja sagen, ich mag den Wassereffekt, auch wenn er auf dem Sand überhaupt nicht passt.
Okay, wir haben Packed Ice und wir haben Blue Ice. Gut zu wissen. So, ich packe jetzt aber auch mal die einen Samen weg. Oder auch nicht. Ja, einfach viel zu wenig Inventarplatz. Wir brauchen mehr Slots, Mojang. Frage ist, behalten wir den Concrete, das Concrete Powder bei für die Wege? Auch wenn es nicht mehr durch die Wüste führt? Oder tauschen wir es später aus gegen was anderes? Moment, es waren, glaube ich, die hier. Na, nein, hier. Na. Personen, die Russen können auf deinen Server und auf meinen Server darf grundsätzlich jeder. Soll halt besser nicht übertreiben. Ab wann ist übertrieben? Ich ziehe normalerweise spätestens dann eine Grenze, wenn in irgendeiner Weise Verbrechen gegen die Menschlichkeit geleugnet, verherrlicht, sonst irgendwas werden.
Nicht schon wieder. Hau ab. Ich muss mir gerade echt überlegen, was es überhaupt noch an gelben Blöcken gibt. Also außer jetzt den offensichtlichen Kandidaten wie Terrakotta. Was soll ich 100 Nutzosium aussehen, um das zu benutzen, statt Gesprächsthemen einfach so in den Chat zu schreiben? Weil diese Belohnung halt gleichzeitig auch noch deine Nachricht halt hervorhebt und bei mir im Feed auftaucht. Und dadurch eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich sie sehe, wenn der Chat mal ein bisschen belebter ist. Okay, jetzt wird es langsam wirklich warm hier drin. Das war ein kurzes Gesprächsthema. Ja, dafür hast du jetzt 100 Nutzlosium ausgegeben. Betonpulver würde bei Regen zu Beton werden. Ja gut, dann könnten wir es wirklich nur in Wüstenregionen einsetzen. Ja, ich habe keine Erde.
Und wir haben nur Sand, Sandstein, aber keinen Sand. Dem Song jetzt ist ein pinkes Biom gebaut. Ja, es machen ja manche Leute aus den pinken Korallen machen mir manche Leute auch so Kirschbäume. Die habe ich ja, wie gesagt, einmal in der Mod gesehen und seitdem wünsche ich mir wirklich, dass es sie auch in Minecraft gäbe, weil sie einfach richtig cool aussahen. Wow, wer bist du denn? Alles in mehr Farbvariation geben. Ich wäre schon froh, wenn viel mehr Blöcke Stufen und Treppen hätten. Hätte ich gar nicht Snaps, wenn ich nicht über 1 updaten will, was nimmt mich das als mit der Mod reinzunehmen? Nicht? Das ist ja das Tolle dran, wenn man an einer Version bleibt. Wobei du dann auch immer gucken musst, dass du halt Mods für veraltete Spielversionen findest. Das bringt natürlich nur was, wenn halt viele Leute bei der Version geblieben sind. Gab ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Notch hatte ja anscheinend auch irgendwann mal gesagt, er bereut es, Slabs reingenommen zu haben. Weil halt die halben Blöcke so ein bisschen die Blockoptik halt brechen. Na gut, ich sag, denke mir halt irgendwie, bald nach der Logik dürfte man auch keine Türen haben, weil das ist auch kein kompletter Block. Ba 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 ba.
Hab eine perfekte Mod gefunden, aber die ist nur für Forge. Okay, ja gut, Forge ist ja sowieso auf dem Weg raus. Ja, ich glaube, so langsam kommen wir voran. Und die anderen Seiten werden auch weniger nervig. Aber das hier ist mit Abstand die schwierigste Seite. Ich hoffe, es funktioniert auch mit Texture Packs. Ich meine, wenn sie die Texturen, die gleichen Blocks-Texturen irgendwie verwenden und nur auf ein anderes Modell legen, sollte es eigentlich funktionieren. Welches Texture Pack verwendest du? Vor allem, wenn du da tweakst, manchmal auch pure D-Craft. Sphax ist ja auch sehr. Sphax ist überall. Aber gut, das Paket hat sich halt auch mitunter dadurch gehalten, dass es halt Mods unterstützt hat. So, die Maschine lassen wir mal noch. Stream hat gerade kurz gestoppt bei mir. Dropped Frames habe ich aber nicht.
Das ist in jeder, du hast gerade was gesagt. Meine Nachricht gesagt. Ich meinte, dass Sphax halt ziemlich omnipräsent ist, weil es halt alle möglichen Mods unterstützt hat. Und deshalb auch eines der wenigen Texturpakete ist, was halt auch noch aktiv Verwendung findet. Leider. Was sagst du zu Y-Food? Ich habe keine Ahnung. Also das ist mir kein völlig fremder Begriff, aber ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Und ich bin sehr misstrauisch gegenüber den meisten Food-Trends. Ich glaube, Y-Food wird, glaube ich, auch von diversen YouTubern beworben. Oder war das Huel? Y-Food wird beworben, soweit ich weiß. Wir brauchen mehr Sand. Aber vor allem müssen wir halt auch die Dinger austauschen hier vorne, weil das stimmt dann auch nicht mehr. Der Block war aber vorher auch noch nicht hier. Immer diese Enderman. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den weggemacht hatte. So Pulver, wo alles drin ist, mixt man mit Wasser und hat dann eine vollwertige Mahlzeit. Bei sowas wäre ich immer super skeptisch. Also ich wäre zum Beispiel schon mal die Frage. Auch wenn dann vielleicht technisch gesehen alles drin ist, was der Körper braucht, ist es in der Form, in der es der Körper verarbeiten kann. Weil ich glaube, manche Sachen sind nicht dafür gedacht, dass sie im flüssigen Zustand verdaut werden. Das ist geradeaus, kann nur besser sein als meine bisherige Ernährung.
Ich glaube, wenn ich noch mehr Gewicht verlieren würde, dann käme es schon in einen gefährlichen Bereich. Weil ich halt sowieso schon zum Untergewicht neige. Aber Maxim ist ja schlecht für die Zähne, weil die ja mal was zum Kauen brauchen. Ah ja, das ist bei Nagetieren so schön immer. Bisschen auf Metall beweisen und gut ist. Meine, wir haben ja schon Glück, dass unsere Zähne nicht dauerhaft wachsen, wobei das auch seine Nachteile hat. Weil es halt auch andererseits auch bei Nagern ja so ist, wenn die Zähne einmal richtig rausgebrochen sind, kannst du auch davon ausgehen, dass da nichts mehr nachkommt. Und es ist halt auch die Frage, ob sie richtig nachwachsen und nicht komplett schief. Ich finde, schaffen soll die Rechtsgeschwindigkeit, wenn man einen Block in der zweiten Hand hat. Ja, wäre vielleicht. Mir würde es schon reichen, wenn sie es nicht machen würde, wenn man nur die Seite vom Block halt rechts klickt. Zumindest halt wirklich nicht, wenn ich halt auch einen zweiten Block in der Hand habe. Jetzt gerade geht auch die Framerate voll. Was ich immer noch haben möchte, ist ein Itemfilter fürs Inventar, dass ich nicht ständig irgendwelchen Scheiß aufhebe. Ich habe ein Datapack geschrieben, durch den der Warden überall unter Höhe 0 spawnen kann. Naja, ich denke mir halt, wenn ich eine Mine grabe und nicht gerade die durch Deep Dark Gebiet führt, sollte die schon safe sein.
Gut, aber das Ding am Deep Dark ist ja auch, dass spawnen ja keine normalen Monster. Die würden ja auch Geräusche machen. Wenn man ausleuchtet, kann nichts spawnen. Aber auch der Warden? Hält Licht den Warden auf, wenn er noch nicht gespawnt ist? Beziehungsweise sucht er sich einen Ort, wo kein Licht ist? Na. Jede Hexe, die spawnt, hat die Chance, zu einem Warden zu werden. Okay. Schaut auch nichts, Pablo. Danke fürs dabei sein. Jetzt setzt auf einmal aus heiterem Himmel die Minecraft-Musik ein. Nach über 2 Stunden.
So, aber ich glaube, wir haben den Teil hier jetzt. So, ganz ehrlich, dieser See hier stört mich. So, du kommst weg. Welchen Lavasee weg? Nee, keiner Wassersee weg damit. Ja, so ein Lavasee ist halt noch einigermaßen selten, aber so ein Wassersee, vor allem der ist halt auch irgendwie seit was weiß ich wie vielen Minecraft-Jahren halt verlassen, weil wir da mal unsere erste Nahrung angebaut haben. Und davon hat er sich nie erholt. Hier ist halt auch das Problem. Hallo Hase. Der hier kann vielleicht bleiben. Hase ertrinkt, rette ihn, was? Nö, der Hase ist hier voll happy. Das sind Chinchillas, die nicht nass werden dürfen. Chinchillas und Gremlins. So, ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt.
Vielleicht identifiziert sich jeder Hase ja in sowas. Ich weiß es nicht, der Hase kann es mir leider nicht mitteilen. Ob er lieber als Chinchilla gesehen werden möchte. Und sandtechnisch sieht es schon wieder eng aus. Der Hase ist am Schwimmen. Hallo. Ich habe ihm sogar einen Weg nach draußen gemacht. Er muss nur den gleichen Weg nehmen wie ich. Guck, hier kann er raus, wenn er wollte. Und hier hat er auch Plätze, wo er sich hinsetzen kann. Guck, er ist wieder ins Wasser gesprungen. Der ist am Baden. Das ist heiß. Kann ich ihm nicht übel nehmen. Wie der Killer Rabbit ist weg. Warum ist der weg? Konnte das Event überhaupt auf natürliche Weise passieren? Nur noch über Commands, sehr gut. Es ist aber konsistent mit so Dingen wie dem Jab Shaft und Johnny. Also kann ich schon irgendwie verstehen. Das ist halt sonst ein bisschen zu random, wenn du einfach irgendwann plötzlich einen Killerhasen dabei hast. Nur dass das Ding einfach so stark ist und nur einfach nur ein random Tod für Hardcore-Spieler wäre. Im Moment, so stark war das wie doch nicht, oder? Ich meine, ich bin ihm noch nie zufällig begegnet. Ich muss sagen, ich bin echt froh, dass Monster-Spawns jetzt nicht mehr so extrem sind wie früher. Also, dass halt Light Level 1 schon reicht. Schaden gemacht und war schneller als ein Baby-Zombie.
Ja gut, ich meine, dass Baby-Zombies einem eine Hardcore-Welt schön versauen können, das wissen wir ja von Filzer. Stell dir vor, der hätte die Hardcore-Welt genommen. Lisa, ich glaube, den Killer Bunny musst du halt wirklich schon herbeiführen. Weil ich glaube, der kann. Ich glaube sogar, der kann nicht mal spawnen, wenn du halt. Wenn normale Hasen spawnen. Ich glaube, das kann passieren, wenn du sie züchtest. Aber ich muss ja sagen, das hier, was ich jetzt gerade mache, könnte ich auch nicht machen, wenn ich nicht Phantome deaktiviert hätte. Weil dann hätten wir die ganze Zeit nur dieses Gekreische im Ohr. So, wir bringen das hier mal kurz weg. Das hier auch. So, der Löwenzahn kommt auch weg, das kommt weg. Die Akazien, letzte Dinge packe ich in die Kiste. Thank you.
Sobald man ein bisschen Terraforming betreibt, bekommt man teilweise schon ganz gut Erde. So, aber hier in dem Bereich scheint wirklich zu viel abzugehen. Vielleicht hat für einen Killerbahn Iva erst 1 zu 1000 und 1 zu 1500 jetzt nur mit Commands. Naja, ich kann verstehen, dass man das nicht als Zufallstodeselement drin haben wollte. Aber wie gesagt, du musst es eigentlich so darauf anlegen, das zu kriegen. Hast du die Baumstämme aus Eisenblöcken gemacht? Ja, das sind ja die Bäume für die Abonnenten und Patrons. Und die meisten geben halt keine Materialwünsche an. Das heißt, dann ist für T1 halt Eisenblöcke und Smaragdkrone. Hier ist einer mit Diamantblöcken. Genau, von Sao war der, ja, der Text auf den Schildern ist im Moment noch ein bisschen geglitscht. Deshalb brauchte ich auch die Raid Farm. Weil sonst das einfach nicht tauglich wäre. Das war tatsächlich dann so eine Idee, die mir während der Flutkatastrophe kam. Na. Ich abonniere mich bitte Diamantblöcke und Neverite Blätter. Also Diamantblöcke und Neverite Blöcke für Blätter sind definitiv No-Go. Zumindest nicht für T3. Und die 2x2 Bäume sind normalerweise auch eine Stufe drunter, wenn es möglich ist. Also vom Materialwert her.
Ich habe das Regelwerk dazu nicht mehr im Kopf, weil ich es so selten anwenden muss. Will ich einen Baum mit Goldblöcken, Stein und Redstone-Blättern nehmen wegen Kommunismus sonst noch? Ich soll gerne die Wish-Variante machen, also nur Beton benutzen. Also wenn, dann richtig. Aber wir müssen uns dann auch einig sein, das ist dann nicht dein Baum, das ist dann unser Baum. Eigentlich müsste dann auch immer, wenn wir an dem Baum vorbeilaufen, die russische Nationalhymne spielen. Nicht die russische, sondern die sowjetische. Haben die überhaupt ihre Nationalhymne geändert? Also das Internet verwendet sie gerne ziemlich synonym. Ist ein relevanter Unterschied, okay. Also, ach, okay, gleiche Minute. Okay, das erklärt's natürlich, weil. Ja, klar, weil, wenn die Melodie die gleiche ist und du den Text nicht verstehst, dann hört sich natürlich gleich an. Das ist natürlich klar. Meine Russisch ist eigentlich auch eine Sprache, die ich gerne könnte. Oder Polnisch oder irgendwas in der Richtung. Aber ich glaube nicht, dass ich nochmal irgendwann in meinem Leben die Geduld aufbringe, eine Sprache zu lernen.
Ja, Japanisch ist auch, glaube ich, hilfreich, wenn man das kann. Ob man sich bei Anime nicht mehr darum zu kümmern, ob es eine deutsche Übersetzung gibt. Oh gut, ich mache es eigentlich auch immer mit englischen Übersetzungen, aber ich habe auch ewig kein Anime mehr geschaut. Ich überlege gerade, was war der letzte? Der letzte könnte glatt Staffel 2 von Attack on Titan gewesen sein. Das ist auch schon wieder Jahre her bei mir. Obwohl, nee, ich glaube, Digimon Adventure Tri habe ich auch später zu Ende geguckt. Weil ich habe es irgendwann mal angefangen und dann jahrelang nicht weitergeguckt. Und ich muss auch sagen, ich könnte auch ohne das Wissen leben, wie es weiterging, weil holy shit, war das schlecht. Meine Logik der Folge, ich kann nicht gut genug Englisch, um englische Subs oder Dubs zu verstehen, also lerne ich Japanisch, statt mein Englisch zu verbessern. Woran merkt man, dass man ein Weeb ist? Ja. Am Themenwechsel. Nein, nichts da. Oh, du hast die Clan-Zeiten verpasst, wo wir uns dann immer Bilder geschickt. Es gibt ja diese Anime-Body-Pillows. Wir haben uns dann immer irgendwie Bilder geschickt, wo Leute ihre Grafikkarte praktisch mit ins Bett genommen haben und auch im Bett zugedeckt haben. Das war eine Zeit. Oder was es auf meinem Kanal ja auch noch zu finden ist, ist der Ear-Access. Wobei, das Lied habe ich nicht gemacht. Ich habe nur das Musikvideo zusammengeschnitten später. Noch aus meiner Warframe-Zeit. Ich dachte mir, ich wäre der Einzige, der mit seinen Grafikkarten so umgeht und dem Prozessor natürlich auch. Ich muss halt wirklich, ich habe festgestellt, dass es, glaube ich, mal wieder Zeit für ein PC-Upgrade wird. Nur leider ist das halt gerade überhaupt nicht drin. Aber wenn ich im F3-Screen gucke, GPU ist jetzt gerade bei 88-91% und das ist noch zahm. Also teilweise, ja, jetzt, wenn ich mich ein bisschen bewege, springt sie auch auf 100.
So, wir müssen unbedingt wieder Platz schaffen. Du hast einen besseren Prozessor und eine bessere Grafikkarte als ich, glaube ich. Also, ich räume. Hallo, aber der Prozessor muss dafür halt auch regelmäßig Videos rendern, was halt gerade mit den Watts halt echt lange dauert. Und die Grafikkarte bringe ich hier wirklich an ihre Grenzen. So, irgendwie ist immer Minecraft der Grund, warum ich die Grafikkarte upgraden muss. So, pass auf. 469. Wow. Was ist hier denn los? Zombie-Party. Okay, den blauen Pfad kann ich nicht weiterführen, weil dafür erst die Farm hier woanders hin müsste. Das heißt, das schieben wir mal noch auf. Ich habe mir meinen Laptop, die meinten da, natürlich schafft der Minecraft, ist ja nicht schwer. Das ist halt auch schon eine Aussage, wo du dir echt direkt denken kannst, die Leute haben keine Ahnung von Hardware. Oh, ich sehe gerade. Hier haben wir was vergessen. Müssen wir testen, ob die Bedrock Edition schafft. Bedrock Edition ist aber, glaube ich, inzwischen auch nicht mehr wirklich besser, was Performance angeht. So, den grünen Pfad möchte ich auf jeden Fall noch weiterführen, weil der führt bis jetzt nirgendwo hin. Haust du wohl ab? Mistvieh, also wirklich. Ich will das ganze Zombie-Fleisch nicht aufheben. Und ich will auch nichts mit dem Creeper zu tun haben, der da rumläuft. Was sagst du zum Thema Rechtschreibung? In welchem Zusammenhang? Juhu, noch eine Karotte. Sollen wir mal Beetroot fallen lassen?
Fick dich, Creeper. Was ist, wenn jemand nicht auf. Kommt drauf an, wie sehr es die Lesbarkeit beeinträchtigt. Nein, das stört mich nicht. Das ist in einem total verträglichen Rahmen. Aber es gibt ja Leute, die schreiben wirklich alles klein, schreiben, nutzen keine Satzzeichen und schreiben dann richtige Walls of Text. So, hier. Boom. So, machen wir hier die Umrandung. Ah, hier können wir eine Brücke drüber führen. Sehr schön. Moment. Dafür brauchen wir aber. Dafür nehmen wir Slabs. Sind das die richtigen? Jo. Da kann man zumindest noch unter der Brücke durchlaufen, wenn man sich duckt.
Erstmal und damit können wir dann hier weitermachen. Okay, hier sind einfach überall die random. Irgendein Enderman hat hier gerne Gravel verteilt. Aber echt, das wirkt ja wirklich wie eine Wegmarkierung. Und dem Baum hat er gerade die Wurzeln weggenommen. Ja, du. Das war's bestimmt du. Und der teleportiert wie wild. Aber ganz ehrlich, diese Chunks hier waren doch die meiste Zeit auch wahrscheinlich nicht geladen. So. Hör auf zu teleportieren. Ja, nein, nicht die Axt wegwerfen. Da ist noch so einer. Komm her. Ja, zumindest sind sie leicht getriggert. Na, da ging es rein. Da sind sie aber die ganze Zeit jetzt hinterhergelaufen. Ja, Moment, nee, das ist ja Quatsch. So, passt. Wo sind die Lampen hier?
Moment, hier sollten wir aber vielleicht mit Zäunen arbeiten. Wir hatten sogar noch welche. Wir machen es so. Wir haben ja ein bisschen Spielraum dabei. Nope. Wow. Hilfe. Stirb bitte. So. Du auch und du stirbst als Rache für die Verbrechen deines Freundes. K nutzlos ich um. Dann dauert es ja nicht mehr lange. Nein. Jetzt ist aber mal gut. Immer diese Nachahmungstäter. Okay. Einmal hydrieren.
So, ich weiß jetzt nur nicht, wie viel von unserem Concrete Powder wir dadurch verloren haben. Jetzt kann ich den krassen Moment, die 6K erreichen, sogar ein zweites Mal leben. Naja, wenn du sie dann später ausgegeben hast, kannst du den auch wieder erreichen. Hat hier etwa wieder ein Enderman gepfuscht oder habe ich nur vorhin unsauber gearbeitet? Okay, ich dachte schon, ich hätte Fußschritte gehört. Nee, sieht doof aus, wenn ich jetzt nur für ein paar Blöcke wechsle. Habe ich doch richtig gehört. Ich glaube, ich habe ihn gerade zischen gehört. Ich dachte, ich hätte hier von was hüpfen gesehen.
Ah, da müssen wir noch ein Stück. Na. Mit Y-Food geht Nahrungsaufnahme schön schnell. Ja, kann Vorteile haben, bestimmt. Ja, das sieht, finde ich, jetzt auch nicht wirklich schön aus, muss ich sagen. Also hier mit dem Bruch und dann das grüne Pulver. Naja, vielleicht tauschen wir das irgendwann mal aus. Alles gut läuft, habe ich in ein paar Wochen auch mit Untergewicht zu kämpfen. Gut, solange es keinen Sprung. Das Ding ist, daraus schließe ich mal, dass du im Moment eher zum Übergewicht neigst. Ich weiß nicht, ob das immer so gesund ist, wenn man sehr schnell sehr viel Gewicht verliert. Weil sich der Körper ja auch umstellen muss. Sehr übergewichtig. Okay, dann sei bloß vorsichtig. Das wollte ich nicht. Das füllen wir mit Erde auf.
So, das waren 62. Also müssen wir den Stack hier komplett wegkriegen. Ja, nicht mal annähernd. Also wir brauchen nochmal einen Stack Steine. Maya-Mission, neue Welt, Maya 1, ja. Das ist so eine, das Ding ist, es gibt so ein paar Missionen, wenn du die versuchst normal zu spielen, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Eigentlich vor eine Lücke? Anscheinend nicht. Also, nee, nicht im Sinne von normaler Schwierigkeit, sondern da versuchst, eine normale Siedlung aufzubauen. Wikinger Mission 4 ist auch so ein Fall. Ich weiß, dass mein Vater damit richtig Probleme mit der Mission hatte. Und dass du da einfach nur die Gebäude baust, die du brauchst und mehr nicht, ist halt irgendwie total komisch. Und ich meine, selbst dann ist es ja schon mega knapp. Wobei das auch vielleicht auch nochmal eine andere Sache ist, weil du da mehr Werkzeuge kriegst und deshalb dann auch eigentlich das größte Problem sich von selber löst. Moment, das ziehen wir hoch. Ich habe als Kind auch immer auf leicht gespielt und ich habe trotzdem verkackt. Weil ich habe, das Ding ist, ich war auch so ein schlaues Kind. Ich habe immer genau ein Sägewerk, einen Holzfäller und einen Förster gebaut. Ich glaube, irgendwann bin ich dann auf mal die Idee gekommen, dass ein Förster zwei Holzfäller versorgt. Aber meinst du, ich wäre mal auf die Idee gekommen, mehr als ein oder zwei Steinmetze und mehr als ein Sägewerk zu bauen? Ich habe einfach auf die Gebäude gebaut, die cool aussahen. Yep, deswegen mochte ich die Trojaner. Wenn allein schon das Astrolabium und wie es sich gedreht hat. Deshalb hast du es im Intro. Ja, auch. Ist nicht unbedingt der Grund, aber es ist ein Grund. Aber ich überlege sowieso, das Intro zu kicken. Huch, Moment. Nein, ich brauche den. Ich brauch das noch. Ich sollte nicht einfach Sachen wegschmeißen. Erzähl mal alle hinter... Was? Ich brauchte einfach nur irgendwas als Intro und es gibt nicht so viel an Zwischensequenzen im Spiel. Das ist echt manchmal ein Problem, dass Siedler einfach nichts an Charaktere mit Wiedererkennungswert hat. So, gucken wir doch mal. Ich denke mal, das sieht schon mal ein bisschen... Ja, okay, da drüben müsste man vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Aber das sieht auf jeden Fall ein bisschen einheitlicher aus. Und in der Richtung auch auf jeden Fall nicht... Das kann sich sehen lassen. So, der Weg reicht, soweit das Auge reicht. Aber ich denke mal, das reicht auch für heute, weil es ist warm und...
Ich kann nicht mehr. Ich denke mal, in dem Stream werden noch keine Highlights drin sein, aber der VOD-Channel hat das hier dann zum Nachverfolgen. Morgen kommt ein Sondervideo, das ist auch schon als Premiere, also das kann man auch schon finden. Ansonsten, ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.